Leute, was geht und herzlich willkommen hier auf dem N7 Nation Channel. Und im Hintergrund werdet ihr wahrscheinlich ein Gameplay von Zeon sehen, Advanced Warfare natürlich. Ich weiß noch nicht genau welches, habe mich noch nicht entschieden, aber denke ich mal von Zeon. Und heute möchte ich mal die Chance ergreifen und euch eine schöne Weihnachts- oder Adventszeit zu wünschen. Denn ich finde, die Weihnachtszeit ist immer was ziemlich Geiles und vor allem was Besinnliches. Bei mir fängt die jetzt dieses Mal mit einer schönen, fetten Klausurphase an, was jetzt natürlich nicht ganz so geil ist. Aber muss man halt durch, werden jetzt in 2 Wochen 5 oder 6 Klausuren geschrieben, auch in den Hauptfächern. Also der Anfang der Weihnachtszeit ist bei mir schon mal recht hart. Aber ich denke mal, dass es für alle schon was Beruhigendes hat und vor allem was Schönes hat. Vor allem dann am Ende Weihnachten. Und auf Weihnachten folgt ja auch noch Silvester. Hat zwar jetzt nichts so mit dem Advent zu tun, aber gehört für mich auch irgendwie alles halt zusammen. Alles, was im Dezember so ist. Und ich hoffe, dass ihr eine schöne Weihnachts- oder Adventszeit habt. Weil ist für mich eigentlich immer so eine Art Highlight im Jahr. Vor allem halt die Bescherung bei Heiligabend. Wobei mittlerweile bei mir vielmehr was vor der Bescherung ist, so das Besondere ist. Und zwar mit dem davor Essen und so weiter, Familie abholen. Und halt nicht unbedingt die Bescherung an sich. Ich war auch hart am Überlegen, was ich mir denn so zu Weihnachten wünschen sollte oder was ich mir gönnen sollte. Habe ich auch ein Video bei mir auf dem Channel gemacht. Falls ihr ein paar Anregungen für Gaming-Sachen braucht, dann guckt da mal vorbei. Ich weiß aber noch nicht genau, was jetzt oder was ich mir jetzt gönnen werde. Auf jeden Fall werden das alle meine Facebook-Follower, sag ich mal, oder gefällt mir Angaben, was ein bisschen komisch klingt, sehen, weil ich das auf jeden Fall dann am Ende noch posten werde, was ich mir denn jetzt letztendlich gegönnt habe. Weil ich bin mir auch nicht sicher, ob ich im Gaming-Bereich bleiben soll. Normalerweise war es echt immer so, ich habe mir was zu Gaming gewünscht. Früher ein Gameboy mit, also Gameboy Advance SP mit Zelda oder mit Pokémon, dann alle Pokémon-Spiele, dann Xbox-Spiele und so weiter. Und dieses Mal bin ich mir das erste Mal gar nicht so sicher, was genau ich mir wünschen sollte. Ich weiß es echt nicht, weil eigentlich bin ich soweit zufrieden. Ich habe das, was ich brauche, das Auto und so weiter. Die Spiele, die ich ab und zu spiele. Also, ich wüsste momentan, oder ich weiß momentan echt nicht genau, was ich mir wünschen sollte da. Und ich finde es mittlerweile echt schwer. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so, dass wenn ihr was älter werdet, sag ich mal, also ich bin jetzt auch gerade mal 18, aber ich meine, wenn ihr so aus dem Stadium raus seid, wo euch jedes Spielzeug oder jedes Spiel oder sonst was so überbeeindruckt, wenn ihr da raus seid, das war bei mir jetzt so 17, 18 halt, wisst ihr auch nicht mehr genau, was ihr euch wünschen oder selber gönnen solltet? Also, ich bin da so einer, ich weiß das echt momentan nicht so genau. Ich bin eigentlich so ziemlich zufrieden. Und es gibt ja auch die Leute, die wünschen sich so viel Zeug und die freuen sich auch total drauf und dann merkt man oft, okay, das war's jetzt eigentlich, so wenn man es hat, weil da bestätigt sich jedes Mal wieder, Vorfreude ist die schönste Freude, weil man freut sich den ganzen Tag, die ganze Zeit drauf, vor allem dann auch halt am Heiligabend, da freut man sich total drauf, wird, ups, ich muss kurz aufstoßen, man wird immer heißer darauf, was man sich gewünscht hat, dann bekommt man's, zockt den ganzen Abend so und die Weihnachtszeit durch oder eher gesagt, lässt das so ausklingen über die Weihnachtszeit. Und irgendwann ist es so, ja, okay. War ein cooles Geschenk. Aber mehr auch nicht. Und ich finde es echt schwer, irgendwelche Geschenke zu finden, die einen dauerhaft beeindrucken. Sollte echt irgendwas sein, was man dann auch dauerhaft benutzt, damit es einen auch so beeindruckt. Oder etwas, was man jeden Tag sieht. Zum Beispiel, wenn es irgendwas Persönliches ist, sollte man sich das meiner Meinung nach, meine Güte, habe ich Sprachfehler, irgendwo hinstellen, wo man es immer sieht, damit man jedes Mal wieder dran erinnert wird. Und ja, ich finde einfach, die Weihnachtszeit ist was ganz Besonderes. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit und euch hat es gefallen. Guckt doch mal auf der N7 Facebook-Seite und auf meiner Facebook-Seite vorbei. Einfach nur N7 Acer. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.